So, Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde City Skylines. Und zwar heute wieder zu einem kleinen Baututorial. Ich habe es ja schon angekündigt, ich will euch zeigen, wie man einen Flughafen bauen kann. Auch hier einen größeren Flughafen mit verschiedenen Terminals. Das alles ohne Mods, denn wir sind hier auf der Konsole. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst mir ein Däumchen da oder ein Abo. Wenn es euch nicht gefällt, natürlich auch. Und ja, Kritik oder auch Lob oder Ideen sind natürlich in den Kommentaren immer gern gesehen. Ja, und jetzt würde ich sagen, lass uns loslegen. Wir sind hier auf unserer Tipps, Tricks und Tutorial-Karte, die ich schon mal angelegt habe. Ich habe sie ein bisschen vergrößert, denn wir brauchen für diesen Flughafen tatsächlich Platz. Und ihr müsst euch gut überlegen, wo in eurer Stadt ihr euch diesen Flughafen hinbauen wollt, wenn ihr ihn so nachbauen wollt. Wir fangen als allererstes an mit einem, mit dem großen Terminal, nämlich dem dem Hauptstadtflughafen. Wir werden den mal hier so ein Stück hochsetzen. So, hier im rechten Winkel. So sieht das Ganze dann aus. Ihr kennt den Flughafen. Nichts Bedeutsames. Jetzt kommt Teil Nummer 2. Ihr nehmt eine ganz normale Straße und fangt an, diese Straße parallel zur Startbahn zu ziehen. Meinetwegen hier oder da, das ist völlig egal. Die gerade Strecke. So, und wie gesagt, ihr zieht diese Straße möglichst parallel zur Startbahn. Einmal bis nach hinten durch. Und dann müsst ihr gucken, je nachdem, wie nah ihr mit dem anderen Flughafen ran wollt, müsst ihr die Straße im 90 Grad Winkel wieder zurückziehen. Dann könnt ihr dieses Stückchen hier abreißen. Genauso wie dieses Stückchen. Und ihr setzt den nächsten Flughafen mit dran. Und zwar nicht den großen Flughafen, sondern den normalen kleinen Flughafen. Das ist quasi wie so ein Zusatzterminal. Zack. Und schon habt ihr den zweiten Teil des Flughafens. Ja, das heißt, ihr habt hier einen großen Terminal, den Hauptstadtterminal, und hier einen weiteren, einen kleinen Terminal. So, ihr wisst aber selber, jeder normale, wirklich große Flughafen hat nicht nur normale Passagierterminals, sondern wir haben natürlich auch einen Frachtbereich. Und jetzt liegt es an euch, zum Teil, ob ihr hier den kleinen Frachtflughafen nehmt oder ob ihr den Frachtflughafen Knoten nehmt. Ihr seht das hier selber, was das bedeutet, wenn ihr den großen nehmt, ja. Anstelle von Passagieren große Mengen an Fracht befördern, über Frachthang aus Ladeplattformen für Fahrzeuge, Züge werden Güter reibungslos an- und abgeliefert. So, und hier habt ihr im Endeffekt dasselbe Spiel. Ihr könnt im Endeffekt jetzt diese Straße hier einfach verlängern. Wo ihr den natürlich hinbaut, ist eure Sache. Aber ich persönlich baue ihn ganz gerne hier drüben hin. Ja, das erweitert den Flughafen quasi noch mal so ein bisschen. Ah, okay, wir müssen hier noch ein bisschen näher ran, ein bisschen weiter weggehen. So. Das ist schon da schon wieder zu nah. Müssen wir auch ganz kurz gucken. Sagen wir, bauen den hier so mit hin. So. Okay, da soll er ran. Also müssen wir ungefähr hier die Straße hinbauen. Zack. So, jetzt aber. Erstmal ein bisschen Fummelarbeit, wie gesagt, wir können das halt nicht irgendwo hinsetzen und dann wie auf PC einfach ansetzen. So. So, und ihr seht das, ihr habt hier hinten nämlich den Part für die Eisenbahn. So, und jetzt haben wir schon mal einen großen Flughafen. Zumindest die Außenrisse. Na, jetzt kann man das Ganze natürlich hier noch ein wenig erweitern. Können das Ganze hier erstmal miteinander verbinden. Nur fürs Erste, dass wir hier
erstmal eine grobe Richtung, eine grobe Richtungsvorgabe haben. Wichtig ist, damit man später auch weiß, wo was ran soll, dass sie hier schon mal die Schienen zieht. So, das ist der erste Part. Der nächste ist der Zaun. Wir müssen das ganze Ding ja umzäunen, und wenn ihr das Industrie-DLC habt, habt ihr so einen schönen Ölindustriezaun, und ich muss sagen, ich persönlich finde den ganz gut. Wir setzen den hier vorne an die Straße ran und ziehen quasi einmal das Gebiet ein, welches ja den Flughafen umgibt. Jetzt müsst ihr hier natürlich gucken. Ja, wir reißen das jetzt hier mal ab. So, wir kommen jetzt hier einmal bis zum, ja, bis zum zweiten Terminal ran. Laufen hier auch einmal erstmal ringsrum. Und hier drüben, wie gesagt, dasselbe. So, und hier auch. So, damit haben wir zumindest den Flughafen jetzt einmal umzäunt. So, und ich sag mal, normalerweise kann man ja sagen, diese ganzen Sachen kommen unterirdisch. Ja, das heißt, ihr könnt im Endeffekt hier auch schon unter dem Flughafen durchgehen. Genauso wie hier. Ja, das ist, wo ihr hoch und runter kommt, das ist natürlich euch überlassen. So. Also hier habt ihr dann den Bahneingang, ihr habt den normalen Autoeingang bzw. LKW-Eingang für das Frachtterminal, ihr habt den Hauptstadtflughafen plus ein weiteres Terminal, und das ganze Ding ist umzäunt. So sieht das Ganze bis jetzt von oben aus, aber wir sind ja noch nicht fertig. Jetzt geht es natürlich darum, dieses ganze Ding auch mit zum Beispiel einer Autobahn zu verbinden. Ja, und dazu werden wir dann natürlich als erstes hier erstmal eine Autobahn aufbauen. Wir werden hier ein bisschen von der Mitte kommen. So, hier. Oben in diese Richtung. Das Ganze natürlich auch in die andere Richtung zurück. So. 1, 2, 3 hoch. Auf eine lange, elegante Weite. Und dann finde ich das immer ganz schick, so eine schöne 90-Grad-Kurve mit drin zu haben. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir wollen ja diese Autobahn natürlich auch mit nach hinten bringen. Ich
muss auch immer dazu sagen, es ist natürlich alles immer kein Muss. Jeder kann hier so die Sachen für sich mitnehmen, die er ganz gerne mitnehmen will. So, und hier werden wir uns natürlich nachher nochmal was überlegen. So, die Anbindung für den für das normale Terminal. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir hier dann noch eine weitere Autobahn vielleicht nebenbei läufig machen, auf zweispurig mit den LKWs. Die werden jetzt hier einmal unten lang führen. Wie gesagt, das ist immer nur eine Geschichte, wie das Ganze aussehen kann. Ich habe es ja eben schon gesagt. So, wir müssen mal kurz gucken, dass wir das hier vernünftig basteln. Vielleicht noch ein Stückchen zurücknehmen. So. Ungefähr so könnte man das machen. Wie gesagt, ist alles nur wie so etwas aussehen könnte. So. Hier das ganze Spiel in die andere Richtung.
Hoppala. Hier bleiben wir, glaube ich, auf derselben Höhe. Ja. So. Oh, wir sind hier nicht ganz unten. Gottverdammlicher. So. So viel dazu. Jetzt geht es erstmal weiter geradeaus. Zack. So, als nächstes brauchen wir einen normalen Bahnhof. Und zwar hier. Und wir brauchen noch eine U-Bahn. Und zwar einmal am Frachtterminal. Für die Leute, die hier eventuell zur Arbeit wollen. Und natürlich brauchen wir eine U-Bahn. Da müssen wir den Zaun ganz kurz wegreißen. Unter dem zweiten Terminal. So, der Zaun geht wieder hin. Zack. So, als nächstes die Schienen. Für unsere normale Bahn. Diese Bahn ist quasi dafür da, dass ihr aus eurem, ja, aus eurem normalen Stadtbahnverkehr mit an den Flughafen rankommt. So, um das Ganze dann noch ein bisschen zu verschönern, werdet ihr hier einen normalen Weg nehmen, werdet die Raster wegmachen und werdet versuchen, diesen Weg möglichst nah an den Schienen lang zu legen. Das macht immer das ganze Gleisbett noch ein bisschen, ja, attraktiver. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ihr habt das in meiner Offline-Stadt schon mal gesehen. Am besten ist es meistens, wenn ihr erst die Geraden verbindet und dann den Rest hinterher. Weil so seid ihr näher an der Schiene dran. Ihr könntet das jetzt auch mit ja, Holz oder Erdplatten machen aus den Parklife DLCs. Aber ich finde, der normale alte Schotterweg, der sieht da immer noch ganz cool bei aus.
oder halt auch die Farbe hat wie das normale Gleisbett. So, und wenn ihr das habt, dann könnt ihr hier auch nochmal einen Zaun drum ziehen. Hier nehme ich zum Beispiel meistens den Zoozaun, weil da wie so eine kleine Schallschutzmauer aussieht. Den könnt ihr dann wieder an den Weg hier mit dran setzen. Nicht auf den Weg drauf, das würde nicht funktionieren, aber möglichst nah an den Weg ran. Also ich sag mal so auf der Grenze von grün zu braun. Da läuft das schon ganz gut. Ja, hier drüben seht ihr das auch. Da ist die Bahn so ein bisschen für sich eingegrenzt. Auch das lässt diese ganze Bahnschienengeschichte halt auch immer noch mal so ein bisschen edler halt auch erscheinen, ne? Man will ja auch immer, dass es gut aussieht, die ganze Geschichte. So, ne? Ihr seht's. So sieht das dann aus, wenn das fertig ist. Und was ihr jetzt dazwischen macht, ob ihr dazwischen noch meinetwegen, ob ihr dazwischen noch Bäume setzt oder ob ihr dazwischen noch irgendwas anderes setzt, das ist natürlich ganz euch überlassen. So, aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir wollen ja natürlich noch eine Zufahrt haben von der Autobahn und wir wollen natürlich auch noch eine weitere Zufahrt haben, die von hier unten kommt. Denn wir wollen ja auch hier hinten noch ein bisschen was hinbasteln. Und zwar könnte man hier gucken, dass wir erstmal hier anfangen. Oh, wenn ihr gleich dabei bleibt, dass ihr die Gitter weglasst, könnt ihr hier natürlich auch anfangen, eine Erhebung zu basteln. Ich muss natürlich gucken, dass es hier möglichst auch symmetrisch läuft. Hier passt. Ah, wird ein bisschen enge, schade. So, jetzt können wir auch hier wieder gucken, dass wir ich sag mal wie so eine kleine Schleife bauen.
Kommt natürlich immer drauf an, ne? Wie und wo und was man wo haben will. Wir können erstmal kurz gucken, dass wir mit der hier noch ein Stückchen durchgehen. Hat er nicht gemacht. Versuche erstmal nach Möglichkeit hier ja, eine normale Straße zu ziehen. Denn hier ist zum Beispiel wichtig, hier drüben ist jetzt der Plan, einen Busbahnhof hinzubauen. So. Schön gegenüber vom Flughafen. Ungefähr hier hin. So, dass wir da auch gleich mit vernünftigen Wegen lang gehen können. So, und wir brauchen natürlich nicht nur den Busbahnhof, ja, wir lassen hier noch ein bisschen Platz, sondern wir brauchen natürlich auch ein Depot für meinetwegen hier jetzt in dem Fall Elektrobusse. Und ob ihr dann hier Einbahnstraßen baut oder ob ihr das nicht macht. Wir können jetzt hier zum Beispiel das noch zur Einbahnstraße umfunktionieren. Und auch dieses Stückchen hier. Dass es hier dann auch tatsächlich nur in eine Richtung rausgeht. Und eine Richtung reingeht. Das könnte man natürlich hier gucken, ob man hier vielleicht sowas wie so einen kleinen halbseitigen Kreisverkehr ranbaut, ne? Dass man halt sagt, oh, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir gucken mal ganz kurz. Jetzt hätten wir hier zum Beispiel eine Zufahrt direkt von der Autobahn hier hinten in Richtung Bushaltestelle. Wir wollen natürlich aber auch noch eine Abfahrt nach hier drüben haben. Da können wir mal gucken, dass wir die dann von hier oben quasi bauen. 1, 2, 3. Doch wieder die genau, die normalen Abfahrten. So, wir gehen jetzt auch hier einen runter.
So, hier müssen wir natürlich gucken. Denn der Flughafen als solches ist ja eine Straße, die in zwei Richtungen geht. Muss man die tatsächlich vielleicht auch hier rumlaufen lassen in zwei Richtungen. Und hier sowas dann. Wir haben eine zweispurige Straße, also quasi eine Auto, eine Einbahnstraße auf dem letzten Meter hier ankommen lässt. Mit Ampel unten an der Kreuzung. Schwer, den wirklich den Winkel dann so zu treffen. So, sehr gut. Immer noch nicht so. Und dann immer dieses Speichern dazwischen. Ich kriege hier. Manchmal kriege ich hier die Krise. So. Jetzt fehlt uns natürlich so ein bisschen die Mod, um dieses Stückchen hier nochmal so ein bisschen gerade zu ziehen. Schade eigentlich. So, ihr müsst gucken. Ja, ich sag mal, die Kreuzung hier oben ist vielleicht jetzt in dem Moment noch nicht so ideal. Da müsst ihr mal gucken, ob er das hier vielleicht anders baut. Das ist jetzt auch ja, nicht unbedingt die Musterlösung. Aber es geht jetzt ja auch hier erstmal nur um ein grobes Beispiel, wie sowas wie gesagt aussehen kann. Jetzt haben wir hier eine Abfahrt direkt nach unten für die Busse, und zwar zum Busterminal. Wir haben eine Abfahrt von hier drüben, und hier machen wir gleich noch was ran. Ich zeige euch auch gleich noch was. Wir haben die normale Abfahrt hier nach unten. Wir haben einen Anschluss für die Bahn. Der Flughafen selber hat einen Anschluss für die U-Bahn. Wir haben hier hinten einen Anschluss für das zweite Terminal, und wir haben auch eine Weiterleitung hier hinten in Richtung ja, Frachtumschlagsplatz, Frachtknotenpunkt, wie auch immer man das Ganze nennt. Und hier hinten, hier bauen wir jetzt noch was anderes hin. Können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht schon ein Stückchen früher runtergehen können. Nee, geht's noch nicht. Aussieht, so ist okay. Dann haben wir halt hier eine ein bisschen längere Schräge. Und der Plan ist, wo ist die andere Straße? Hier hinten noch die Post mit hinzubauen. Und das Ganze auch hier als Einbahnstraße zu lassen, so.
dass die Post, zack, zum einen, ah, hier müssen wir gleich ein Stückchen weiterbauen, ja, mit ihrem großen, ich nenne es mal Logistikzentrum hier sitzt. Okay. So. Wenn wir das dann haben, können wir das dann nämlich hier auch direkt rumbauen. Zack. So, dann hätten wir hier nämlich zum einen den großen Umschlagsplatz für die Post. So, das ist der hier. Und dann können wir noch, ja, könnte man hier noch ein Postamt hinbauen, aber das Postamt ist jetzt nicht so wichtig. Es geht hier eigentlich eher so um den großen Umschlagsplatz. Und wir können hier noch zum Beispiel auch ein Taxidepot hinbauen. Das können wir hier bei den Bussen mit hinsetzen, meinetwegen. Und ein Flughafen braucht natürlich auch Taxistände. Dementsprechend 1, 2, 3, 4 Taxistände beim Rausfahren. Na, ob er jetzt hier hinten noch einen Taxistand hinbaut, das sei mal dahingestellt. Aber ihr könnt zum Beispiel hier noch ein paar Taxistände mit hinbauen. 1, 2, 3, 4. Na, natürlich dann auch dementsprechend hier hinten noch die Busstation. Und wir brauchen natürlich dann noch einen Ausgang, gar keine Frage. So, hier ist ja unser umzäunter Bereich, das heißt, auch hier hinten geht es dann natürlich zurück auf die Autobahn. Anfangen. 1, 2, 3. Wie gesagt, es ist natürlich ein Riesenunterfangen. Das darf man um Gottes Willen nicht vergessen. Das ist kein Flughafen, der mal ebenso ein bisschen Platz wegnimmt. Das ist ein Flughafen, der wirklich viel Platz wegnimmt. Also ihr müsst, wenn ihr den tatsächlich bauen wollt, diesen Flughafen, müsst ihr auch gut überlegen, wo könnt ihr was hinbauen. Also wo habt ihr den Platz dafür? Das ist halt kein Flughafen, den ihr mal einfach so irgendwo in eure Stadt reinzimmern könnt, ne? Das ist jetzt hier wirklich auf Größe auch ausgelegt. So. Vielleicht doch besser, wenn wir hier so lang gehen. So, das ist natürlich hier jetzt unsere Autobahn. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob es so viel Sinn machen würde, die normalen
Fahrgäste hier quasi runterzuschicken. Oder ob wir dann nicht eher sagen, dass wir hier noch auf eine zweispurige Autobahn gehen. Und dann könnt ihr euch auch hier wieder dafür entscheiden, entweder ihr geht oben lang oder ihr geht unterirdisch lang. Man hätte jetzt natürlich auch unterirdisch lang gehen können. Aber ich muss sagen, ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn hier so ein bisschen auch mal geschnörkelt ist. So, und gerade vielleicht auch in dem Bereich, ne, könnte man halt überlegen, ob das hier hinten jetzt so viel Sinn macht oder ob man das hier als direkte Verbindung lässt und das Stückchen hier dann wegnimmt. Ne, so. Und hier quasi umgeht. Hier noch oben lang und hier dann im Endeffekt mit dazu stößt. Na, wenn man jetzt zum Beispiel das ist natürlich schade, dass das hier halt so nicht funktioniert, ne? Also hier fehlt halt immer so ein bisschen die Möglichkeit direkt zusammenzugehen. Guck mal das. Wo wir das hätten auch anders machen können, sehe ich jetzt gerade. Sorry. So. Dann haben wir hier die Auffahrt, hier die Auffahrt. Und natürlich dann die letzte Auffahrt. Hier. Thank you.
das Stückchen so ein bisschen ändern. Wie gesagt, hier haben wir dann die Bahn, die dann halt in die Stadt reinläuft. Wir haben hier den Part. Hier den Part für die Busse. Genau. So. Vielleicht noch ein Stückchen weg. Aber das ist, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, dass es euch dann überlassen. Wie ihr die jeweiligen Bahnverbindungen baut und wie der Bahnhof, wie der Flughafen bei euch in die Stadt mit reinpasst. Wir können jetzt hier natürlich noch sagen, man macht hier nochmal so einen kleinen Switch, ne, und macht dann die Bahnschiene da drüber, da drunter. Wir machen es jetzt in dem Fall hier mal runter. So. Dann machen wir hier noch den kleinen Weg noch mal zu. Ganz weit muss er dann doch nicht gehen, dann gehen wir einfach nur bis hier vorne. Zack. Zack. Setzen hier nochmal den letzten Zaun. Und hätten dann damit den Abschluss für die Bahn. So, wir können ja mal ganz kurz gucken, dass wir das Ganze hier einmal unter Strom setzen. Na, ihr seht, dass das nicht ganz alles miteinander verbunden. Also ihr müsst halt auch gucken, dass ihr ja, hier hinten halt dann, je nachdem von wo halt eure Stromleitungen kommen, dass ihr sowohl die Außenterminals unter Strom setzt, als auch das Hauptterminal. So ein bisschen Strom. So, und wir können jetzt einfach mal hier ganz kurz die Autobahn verbinden. Noch das Wasser. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, man kann das Ganze natürlich jetzt noch verschönern, dekorieren mit Bäumchen und allem drum und dran. Aber das ist jetzt erstmal die Grundform. Oder ihr setzt meinetwegen hier noch ein paar andere Gebäude mit dran. Wie zum Beispiel... Haben wir es denn? Ja, meinetwegen Space Shuttle Rampe. Oder was halt auch immer ganz gut aussieht, ist hier von den Schulen. Da kann man jetzt hier meinetwegen auch noch ein paar Blöcke mit dran setzen.
Es fehlen halt hier jetzt tatsächlich Parkhäuser. Das ist halt so ein bisschen was fehlt. So, wichtig sind natürlich hier noch die Wege. Also hier natürlich zum einen. Ganz klar. Hier so rumgehen. Den Weg natürlich noch mit anschließen. Dann haben wir hier noch den Weg meinetwegen von der Bahn. Ebenfalls noch mal drüber muss. Ah, und damit haben wir auch schon mal wieder zwei Sachen gemacht und bestätigt. Ihr seht hier, die Postautos kommen hier rum. Die fahren hier unseren Weg. Also es läuft. Die Bahn ist gebaut. Ihr habt hier hinten eine U-Bahn, die ihr natürlich dann noch anbinden könnt. Ihr habt die U-Bahn hier unterm Hauptterminal, die ihr anbinden könnt. Und wie gesagt, verschönern kann man immer noch alles. Ob ihr das jetzt mit Palmen macht oder mit anderen Bäumen, je nachdem, wie es halt bei euch reinpassen soll. So, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, das reißen wir mal wieder ab. Also gestaltungstechnisch sind euch dann da auch keine Grenzen gesetzt. Gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt bei euch. Ich hoffe, ich konnte euch hier so ein bisschen was zeigen, wie man sowas machen kann. Ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere wieder für euch gebrauchen. Wie ich schon mal gesagt habe, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen oder über ein Abo. Ansonsten auch gerne mit Wünschen, Kritik und Anregungen unten in die Kommentare. Ich freue mich über alles und ja, wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Viel Spaß mit dem Flughafen, viel Spaß beim Nachbauen. Und dann sage ich wieder, geht da steil, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, tschüssi.